Aua! Ey! Da steht keine Frau, du Assi! Hey, hallo Leute und willkommen zurück zu unserem Let's Play Resident Evil 5 Together. Wow, mein PC hat gerade gelaggt. Ja, ne? Du hast doch gerade dich teleportiert. Immer noch mit Zucker-Andy. Und mit Miss Fortuna-AP. Jeho. Ja, wir sind jetzt vor dieser großen, mysteriösen Tür stehen geblieben und wir drücken jetzt mal auf B. Also ich auf V. B. Das ist V. B, Mann! Drück V! Kann. Toll. Wie? Und das ist jetzt das große Spannende, was vom Cliffhanger jetzt kommt, oder ja. Was? Ey, wir haben voll viel versprochen jetzt. Oh nee! Fällt dir was auf? Was? In den letzten drei Parts immer, wenn wir um die Ecke gehen. Oh nee! Wir sind so positiv! Alle verrüsten sich verdächtig, obwohl ich das hier geil finde. Doppelt oh nee! Ja, du weißt. Ich find's immer so lustig, wenn du an mir vorbeirennst, ich mich umdrehe und du bist nicht mehr da. Ja, das ist doch schön. Du weißt, was da drin abgeht, ne? Ja. Mhm. Und ich ärgere mich gerade, dass ich Shotgun nicht mit habe. Shotgun! Shotgun! Immerhin hat mich eine starke Waffe, dann hebe ich die auf. Ja, sammeln erstmal Zeug ein. Kisten! Gate! Ich gehe rein. Ach nee, die Tür ist ja zu. Stimmt. Das muss ich ja machen. Ja. Dann müssen wir uns wohl trennen. Ich glaube, das ist egal, wer das macht. Soll ich das mal oder willst du das machen? Lass erstmal hier unten die ganzen Kisten einsammeln. Okay. Hier ist noch ein rotes Kraut, ist hier noch. Ich kann die Kiste Nimm so nicht einsammeln. Ich muss die erst kaputt machen. Nimm du das. Na okay, gut. Ich nehm's und dann gebe ich's dir, weil oben habe ich gerade. Hast du es auch gerade gesehen? In dieser kurzen Sequenz hat man gesehen, dass oben grünes Kraut ist. Ich hab's hast du gerade den Knopf gedrückt? Ja. Okay. Ich wusste, Warte hier, dass dann ich geb's dir. Also soll ich hoch, ja? Wenn du möchtest, oder soll ich das machen? Okay, ich kann auch hoch. Ich würde es aber auch machen, also mir ist das egal. Aber ich hab... Nee, mach du, du hast den Granatwerfer. Wenn ich mich nicht täusche, kommt ja oben was, ne? Ja. Ja, da ist besser, wenn du gehst, ich hab die Shotgun nicht mit. Shotgun! So, ist hier unten noch was? Nö. Die Shotgun gehört zu Resident Evil. Okay, drück mir die Daumen, dass ich das hinkriege. Okay, Daumen drücken. Ich garantiere für Ich kann nichts. Aber mitkommen. Du musst auf den Knopf... du musst aber den Hebel betätigen. Ich will aber mitkommen. Ich will nicht alleine hoch, aber ich muss Mann, ja. Ich will mitkommen. Tschüss, Chris. Chef, bleib hier. Ich probiere von unten mit der Sniper mitzuballern. Das wäre nett. Okay, ich versuch's. Ich gehe aber nur, ich renne nicht. Ich mache hier keine Hektik. Nee, nee. Brauchst du ja nicht. Die lieben dich. Aber ich glaube, du wirst auch angegriffen. Ernsthaft? Ich habe Säure von der. Was? Die brauchen mehr als einen Schuss? Ihr seid ja behindert. Ja, genau. Ich werde hier nicht angegriffen. Zumindest sehe ich nichts. Nö, noch ist alles ruhig. Gut, dass Andi, du kannst das. Gut, dass meine Pistole auch mittlerweile ein bisschen stärker ist. Andi, du musst es richten. Okay, okay, ich schaff das. Und ich erzähle dir währenddessen lustige Geschichten. Yay. Ich habe noch eine Brandgranate und 5 Säurepatronen. Wieso kann der hier nicht einfach hoch? Guck mal, an der Seite kannst du das Gelände... Ach nee, Quatsch, wir müssen ja darüber. Hm. Andi, ich probiere mitzuzielen. Also wenn ich jetzt kurz ein bisschen leise bin, dann versuche ich mich zu konzentrieren. Okay, ich hasse ich es werde auf mich. Während... Genau. Warte, ich helfe dir. Du kommentierst das ganz professionell. Ja, also, wir sehen jetzt hier Andi und so, der jetzt hier gerade sich bemüht, irgendwie so um die Licker tot zu schießen, so im Alter, ganz großen Stil. Hat. Was denn, hat das jetzt funktioniert? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ein Licker! So, eure Patronen sind alle. Sieht doch gut aus bisher. Ah, ich finde hier keine richtig gute Position, um dir richtig zu helfen. Ich muss mal gucken. Ich nehme einfach mal alles. Nee, das ist ja hinter dieser Brüstung. Ja, nimm einfach alles mit, was du siehst. Ich habe gerade so ein Glück. Ein Elster. Wieso? Ich habe Säurepatronen gefunden. Oh. Wie ich mich gleich freue. Ja. Boah, okay. Ich fühle mich ja hier richtig unterbeschäftigt. Okay, alles ist gut. Alles ist gut. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Aber ich habe kein Dings gefunden. Kein. Oh, da kommen wieder welche. Aber von wo? Von wo? Ich schieß die ab. Ich schieß die ab. Die kommen nicht zu dir. Okay. Geh einfach weiter. Ich habe nur noch 4 Schuss. Geil. Hallo. Die fallen alle runter. So heiß wie ein Vulkan. Ich habe nur noch einen Schuss.
Na komm her. Oh, traut euch. Ach scheiße, von der Seite kommen die auch. Okay, jetzt habe ich keine Muni mehr. Nur noch die Pistole. Andi, an deiner Stelle würde ich jetzt langsam anfangen zu rennen. Ja, kommen da so viele? Nö, die habe ich ja alle weggeschossen. Da kriegen wir dann natürlich... Oh, das war ein ganz schwerer Fehler, du Miststück. Also nicht du, ich meine Nicker. Ja, ja, ich weiß. Oh, das war echt dumm von mir. Wechsel doch die richtige Waffe! Danke. Ah, das ist ganz schwierig, ich sehe das nicht, weil ich hier Dank. Halt... Gott sei Dank. Muni? Ne, Heilung? Ah, ich habe kein Herz mehr. Guck, ob du dich heilen kannst. Was schmeißt du? Ah, du hast ja nur das... Du kriegst gleich Heilung, wenn du hier das mit... Wenn du hier drüben auf diesem Dach landest. Ja, aber hier ist ein grünes Kraut, das kann ich nicht aufsammeln. Daran liegt der, ist ja gerade mein Problem. Schmeiß... Oh, shit. Nee, dann lauf erstmal... Lad erstmal deine Pistole nach. Warte. Erstmal Pistole nachladen. Dann nehme ich das und... Komm, warte mal, wenn du hier oben hingehst, über mir, kannst du mir dann das nicht geben? Den wir dann nicht schon dicht... Nee. So. Ich hab mich gerettet. Was hast du denn jetzt weggemacht? Ich hab den einen Schuss da weggemacht. Ich kann mir neue kaufen nachher. Okay. So, nur für den Fall der Fälle, ich weiß nicht, ob jetzt noch was passiert. Ich weiß nur, dass du... Ich glaube, du musst mich jetzt weiter verteidigen. Ich glaube, jetzt geht's weiter. Okay. Sobald ich das hier anfange. Ich weiß noch nicht. Ich bin mir aber unsicher. Es kann auch sein, dass ich mich irre. Die kleine Chever, wie sie den Stahlcontainer wegschiebt. Nee, ich bin genauso stark wie du. Was? Das muss erst noch bewiesen werden, Schnalle. Niemand legt sich mit Chrissy an. Geht's noch weiter? Muss ich das noch weiter schieben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich schieb's einfach, bis es nicht mehr geht. Ich glaube, jetzt kommen die von unten hier zu mir. Kommen die jetzt, glaube ich. Ach Gott, schieb es schnell. So, sammel die grüne Pflanze, die da oben liegt. Und spring dann ganz schnell nach unten und mach die Tür auf. Mach als erstes die Tür auf, dann kann ich mit rein. Ich habe doch keine Dings... Wo ist denn die Pflanze? Da war eine grüne Pflanze oben. Auf dem Dach. Ach so, auf dem Dach? Ja, wo du gerade drauf stehst, ja. Ich habe noch nicht drauf gestanden, ich war am Gerüst. Ach so. Ich bin so heiß. Oh, ich will der Munition für dich. Okay, ich komme runter. Öffne die Tür, holde Maid. Oh. Gib mir die Muni. Lass mich doch erstmal eintreten, du störrisches Weibsbild. So. Kann man die Schränke öffnen? Ja. Erste Hilfespray. Magnum, Magnum Munition. Yeah. Und. Geld! Geil. Ich benutze die den Hebel. Beste. Okay. Wollen wir einfach rennen? Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch was kommt, aber wir rennen einfach. Wir rennen einfach weiter. Wir rennen einfach. Scheiß auf alles, was hier kommt. Es kommt ja gar nichts. Für mich jetzt voll langweilig. Voll so Panik. Oh mein Gott, komm, wir rennen. Dann passiert einfach mal nichts. Alle Zuschauer, die das Spiel nicht kennen, denken, boah, jetzt passiert gleich was. Ah nein! Wie geil. Stop right there. Oh, zieh dir was Vernünftiges an. Psst. Das ist eine wichtige Cutscene. Maybe I'll tell you. Maybe I won't. Pinguin! Stop playing around. We want some answers. You haven't changed. Dieser Anzug ist so scheiße. Ja. Wesker, you are alive. This is Wesker. We last met at the Spencer estate, wasn't it? Well, isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Us? So slow to catch on.
Jill. Jill, it's me, Chris. What? Are you sure that's her? The one and only. Wenn sie das im Spiel auch mal könnte. Ja, ne? Das wäre so cool. Ich würde es richtig geil finden. Ich würde es feiern. Ah, dann wird es auch nicht mehr Resident Evil. Oh, guck mal, Wrestling. Aber es wäre Jill. Ja, stimmt. Dann würde ich es wieder geil finden. Ich immer vor so Zombies töten, das macht bestimmt Spaß. Ja. Drücke V, F, B. Ja, ich habe schon die Hände drauf. Kommt es jetzt nicht? Nein. Jetzt noch nicht. Jetzt ist erstmal 2 gegen 2. Wir rennen, ne? Ja. Wir rennen. Also das bringt... Moment. Es ist ja... Ha! Jill verfolgt dich. Geil. Die liebt mich. Sie ist verschlossen. Scheiße, Dreck. Was passiert jetzt? Scheiße, Dreck. Your future hinges upon this fight. Aua! Hey! Man schlägt keine Frauen, du Assi! Was ist denn das für ein Schwein? Hat der gerade Sheva durch die Tür getreten? Ja! Was für eine Drecksau! Hey, Jill! Ich muss mich verstecken, ich weiß nicht mehr wo. Ich versteck mich hier. Das war ja diese dumme Sache mit dem Verstecken. Ja, aber wie gesagt, wir können ihn, theoretisch könnten wir ihn bekämpfen. Das würde sogar noch irgendwie was geben, noch ein Gegenstand oder eine Waffe. Irgendwas würde das bringen. Penis getroffen. Aber das bringt uns nichts momentan. Oh, hier ist Heilung. Ich sammle einfach schnell alles ein, was ich sehe. Ja, Alter, Jill schießt ja voll auf mich, die blöde Kuh. Ich komm einfach mal hinter dir hinterher. Nein, tu's nicht, da ist Wesker. Okay, dann gehe ich wieder weg. Was tut Wesker da? Wesker ist schon wieder verbuggt, der alte Sack. Oh, voll die Pistolenmoni, geil. Ich sammle einfach ein bisschen ein und sehe mich hier ein bisschen um. Wo ist denn Jilly Mausi? Ach, da oben. Ich habe die Karte angemacht, nur für den Fall der Fälle. Ja, Scheiße. Ich habe auch die Karte an. Hilfe! Jetzt rennen sie beide hinter dir, das gibt's nicht. Beide? Ja, beide. Ich bin ein wehrloses, armes, zartes Mädchen. Jilly Mausi, wir können doch über alles reden. Hallo, der kann mich gar nicht gesehen haben. Ich muss hier weg. Ich bin gerade am... Du bist nicht mein Liebling. Kann man das hier aufmachen? Ja, aber nur zu zweit. Ich bin gerade erledigt. Der kommt zu mir. Was ist denn hin? Ich habe ihn gerade bei mir gehört, die Stimme. Ich weiß nicht, ob der bei mir ist. Trau mich nicht, mich umzudrehen. Nee, er ist... Ich hab Angst. Er ist hier bei mir schon in der Nähe, also keine Sorge. Ah, Jilly ist da unten. Hey, Jill. Was geht ab, Jilly? Was geht ab? Was geht ab, Bitches? Bam, bam! Ich glaub, ich bin immer im Kreis. Übrigens, auf dem oberen Geländer liegt eine rote Pflanze und hier unten neben der Treppe liegt eine grüne. Okay. Und ich renne einfach nur... Das ist doch hier nach Zeit, ne? Wir müssen nur abwarten. Wir müssen eigentlich nur durchkommen, genau. Genau. Ich glaube, ein paar Mal muss ich Wesker halt treffen. Hey, Jilly. Warum mache ich eigentlich dein Erzähler alle platt? Hallo. Die wollte mich gerade treten, ist die süß. You can't hide forever. Hey, Jilly. Na, jetzt komm schon, Wesker. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Yeah. Ich bin's, der Chrissy. Sag mal, Chris, kannst du mir bitte mal erklären, warum ich deinen Typen tot machen muss? Weil ich mich hier um meine Partnerin kümmern muss, deswegen. Ich bin deine Partnerin, verdammte Axt. Meine Ex-Partnerin. Das ist eine lange Geschichte. Das erkläre ich dir, wenn du älter bist. So voll trocken. Ja, da seid ihr noch, Bede. Was hörst du denn? Guck mal, da war das grüne Kraut. Hast du es gesehen? Neben der Treppe links. Rechts. Nee. Wir können ja tauschen, wenn Jilly hinter dir hinterher rennt. Soll ich mal probieren? Hier, da. Ich darf will ich auf sie schießen, wa? Nein, schieß nicht auf sie. Dann bring ich dich um, ey, wenn du auf meine Jill schießt. Wenn das einer macht, dann ich. Ich sammle erstmal das Kraut ein. Ja, hallo Jill, lässt du mich mal in Ruhe? Und oben ist noch Rotes, oben auf dem Balkon. Aber ich weiß nicht, wie man da hin... Ach, sehr gut. Jetzt rennt sie auch noch hinter dir her. Das wird aua. Hilfe. Oh, Jill, du freches Stück. Guck mal, ich kann sie werfen, wie geil. Ja, werf sie mal, dann kann ich nämlich... Ich hab sie geworfen, die liegt jetzt. Ist die jetzt bewusstlos?
Ey, ohne Scheiß, was ist denn mit der kaputt? Ich glaube, ich hab sie getötet. Gar nicht lustig. Doch, eigentlich schon. Ja. Chris, du hast, glaube ich, gerade Mist gebaut. Doch. Ah, guck mal, da ist sie ja wieder. Guck mal, sie erholt sich wieder. Schön. Oh, können wir sie noch machen? Ach, scheiße, müssen wir uns vor ihr auch verstecken? Guck mal, hier hinten ist noch eine Granate, eine Blendgranate. Ich kann nichts mit dir machen. Und dann muss ich sie geschnipselt. Ich hab sie zerschnetzelt. Hast du sie etwa mit dem Messer angegriffen? Du kannst doch nicht die Jill mit dem Messer angreifen. Was denkst du dir denn? Ich geb ihr noch ein paar Popoklatsche. Ach, guck mal, jetzt halte ich sie schon fest. Hä, das geht doch aber jetzt noch gar nicht. Hä, warum? Guck mal, ich kann die trotzdem schon festhalten. Ist das blöd? Vielleicht kann ich ja was mit dir tun. Nee, kannst du nicht. Nein. Alter! Hast du davon, blöde Kuh? Ja, Schlampe, leg dich nicht mit uns an, Bitch. Nein, Jill, es tut mir leid. Och, Jill. Was müssen wir denn hier mit Wesker, dem alten Idioten, machen? Komm, lass mal zusammen in den Gang gehen. Die Alte ist ja gerade ausgenockt. Ja, nachdem ich im Kopf einmal volle Wucht auf den Beton gebraucht war. Ja, aber das hat sie ja vor dir hin mit dir auch gemacht. Nee, das war... Dings war das. Das war Wesker. Wesker hat mich angegriffen. Wie lange müssen wir eigentlich durchhalten? Ich habe keine Ahnung. Ich schieße noch ein paar Mal an. Frühes Geld. Bonnie, ich versteck mich hier extra und du rennst einfach los. Wo ist das, was man zu zweit nur machen kann? Warte, jetzt kommt da. Er kommt, ja. Ich kann mich hier aber nicht verstecken, das ist dumm. Hier raus, komm her. Warte einfach. Hier kann ich mich auch nicht verstecken, doch. Doch, hier, es ging. Falsche Seite. Ah, der steht ja da oben, guck auf dein Radar. Der kommt jetzt, der kommt von da. Aufhören, wegrennen. Jetzt verbackt er sich bestimmt gleich wieder. So, ich komme. Da ist, glaube ich, eine Waffe, eine Magnum oder sowas ist da drin, wo, bei dem, wo wir... Jetzt kommt er, hier. Weg da. Ja, ich renne. Scheiße, er hat dich gesehen. Fuck. Hier ist noch rotes Kraut, Andi. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Nein! Jetzt hat er es auf mich abgesehen, jetzt will er mich killen. Ehrlich, ernsthaft, Bitch? Nein, Jill, tu es nicht. Kann es sein, dass ich gerade beide am Hals hab? Guck mal, ich halte sie. Nee, ich halte sie fest. Ich halte sie fest. Oh, Toro, Mäuschen, Toro. Halt sie weiter fest. Toro, kick die Alte, renn rum. Ich kann's nicht. Werfen. Nimm meine Vagina. Entschuldigung. Aber komm, das ist schon sehr. Oh. Ja, Gott sei Dank. Oh, ich dachte schon, das dauert jetzt 8 Jahre. Nachdem ich mit Jill zweimal aufs Maul gehauen habe. Wer ist hier von wem enttäuscht? Chris hat gar nichts gemacht. Nee, ich bin rumgelaufen. Doch, ich habe mit Jill getanzt. Also, wer die Action sehen will, muss bei mir gucken. Was soll denn das heißen? Das ist immer ich. Immer ich. Ah, jetzt habe ich auch einen Tritt gekriegt. Oh. Psst, Cutscene ist gut. Warum hat die da so einen blauen Flicken im Zwickel? Das war eher rot. Oder rot? Also, ist das jetzt ein bisschen... Ein bisschen auffällig, ne? Nice move, Chris. But now that your partner has arrived, I'll be to catch up. Oh, Chris. Bricht die mir gerade die Hand? Den ganzen Arm. Remarkable. Still resisting at such an advanced stage. Commendable. Nein. No more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? What's that on her chest? We have to get it off her. Okay, Andy. Du hältst sie fest, ich hol das Ding raus. Ziehst du oder ziehst du? Ich ziehe. Okay, lass aber unten kämpfen, ne? Ja, na, so ist es sowieso. Ich kann sie doch immer rufen. Ich find's krass, dass sie in dem Status wie auf wie so ein Tier ist. Warte jetzt. Can you recognize me? Wie war das nochmal? Wie musste man das machen? Ich muss sie, na, ich flehe sie an, damit dann irgendwann wird sie schwach. Alter, guck mal, wie die runter. Oh! What the fuck?
Alter, ist die cool. Ich glaube, wir müssen mal ausweichen, oder? Ja, jetzt, komm her, komm her. Du kannst schießen oder du kannst ziehen. Ich Wenn du gut ab. Zielen kannst, dann kannst du auch schießen. Ich hab keinen Bock, dass es sie. Autsch! Guck mal, die hasst und. Oh, fuck. Oh, ausweichen ist nicht so mein Ding, ne? Oh, fuck! Ich hab mich gerade geil, blöde Kuh. Ich konnte doch gerade was machen. I don't wanna hurt you. Verdammt, aber komm sie hier uns. Runter. Wenn die da hochkriegt, komm da runter. Jill, what are you doing? Stop. Warte, ich muss hinter sie. Ich muss hinter sie. Nein! Okay, wenn sie hochkommt, dann nehme ich sie. Geh schon mal vor sie. It's me, Chris. Hey, wo ist die denn? Jetzt ist sie komplett... Oh, shit. Nimm dieses! Nein, hör auf, dich ständig anzugreifen. Ich muss sie doch festhalten. Eigentlich konnte man das auch, wenn sie liegt, aber... Don't do this, Jill. I don't wanna hurt you. Jetzt, komm. Wenn du schießen kannst, dann schieß. Du kannst auch drauf schießen. Ich trau mich aber nicht. Ja, nee, mach lieber nicht. Ich hab Angst, dass ich sie treffe und dann bist du sauer, weil ich deine Partnerin gekillt hab. Ich jetzt mal, dann bin ich aber so... Jill, what are you doing? Jetzt, komm her, komm her. Ich reiß dir ab, du Stück. Dann hau ich dich. Oh, jetzt geh raus. Oh. Also am nächsten Mal schieß ich aber. Jetzt hab ich die falschen Tasten gedrückt zum Ausweichen. Na komm. Warte, jetzt los, schieß ich. Los, tu es! Fee! Oh. Ich darf das. It's me, Chris. Ich hab sie wieder. Ja. Ich mach's. Ja, stimmt, so kann man das auch noch machen. Los! Ich hexe dich aus! Oh, wir sind jetzt bestimmt voll in die Fresse! Come on, snap out of it. Du Miststück, ey! Warte, ich halte fest, komm! Ich hab nix gegen Jill, aber... hab dich doch nicht, so! Jawohl! Und jetzt lass mich, wenn sie liegt! Versuch du's! Ja! Komm schon, Mäus! Yeah. Ich schlappe meine Waffe nach! Dilly. Pass auf euch aus! Fuck! Oh. Mit der Tastatur ist das ein Kampf. Ah. Alter, Doppel-Bitch-Fight-Kick. komm hier runter, sonst schießt die. Ja, ich weiß. Haha. Hast du Probleme denn? Du schaffst es! Chris. Komm! Auch ich drück immer die falschen Tasten. Das wechselt sich aber immer so fies ab. Ich will ihr das abreißen! Ja, okay. Oh. Ach, sorry. Jetzt bin ich voll sinnlos. Okay, nein. Szene. Ich schmeiße gleich nochmal... Oh, fuck. Bam in your face! Das ist unglaublich. Und dann kriege ich mal was ab. Jetzt, hau es weg! Komm! Wenn ich mich erstmal drehen kann und das Ding treffe... Los! Jetzt geh raus! Ich kenne dich zwar nicht, aber ich rette dich! Oder auch nicht. Diesmal nicht. It's me, Chris. Bitch. Don't you recognize me? Jetzt reicht's aber langsam. Jetzt komm nochmal an die. Rauf. Jetzt verreckt doch langsam. Nee, die soll ja nicht verrecken. Das Teil soll raus. Na doch, gleich. Dann schießt es die endlich. Ich hab nämlich keine Lust mehr drauf. Das ist mir alles so anstrengend hier. Nein. Kein Bock mehr. Das stimmt's nicht. Komm her. Los. Zieh, lieb. Wow, du Killer. So, und jetzt ich nochmal. Los. Leg dich auf sie rauf. Los, Chris, ich glaube, ja, wie sieht das eklig aus von der anderen Perspektive? Sieht das aus der normalen eklig aus? Tschö. Okay, und jetzt pscht. Jill. Are you alright? Chris. You're Sheva, right? Yes. I couldn't control my actions. Oh, but God, I was still aware. Oh, forgive me. It's all right. Thank you. Listen, I'm gonna be all right. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to.
This is your only chance. If Wesker succeeds, Ouroboros will be spread across the globe. Millions will die. Well, yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Chris, you're the only one who can. Before it's too late. Don't you trust your partner? Als sie gerade meinte, vertraust du deiner Partnerin nicht, meinte sie sich oder genau. Meinte sie Sheva? Ganz genau, ganz genau. Und deswegen hat Chris auch so komisch geguckt. Ich glaube aber, sie meinte Sheva damit, oder? Ich glaube auch, sie meinte Sheva. Ich bin halt was Besonderes. Ja, ne? Aber ich finde, diese Szene ist so episch. Das ist die epischste im ganzen Spiel, finde ich. Over there. Geil. Stimmt. Und ich habe gerade das Thumbnail gesehen. Was das ich dann daraus Thumbnail. Mache. Oder fürs nächste, für den nächsten Part. Oh, die beiden Bratzen, ey, wenn ich die schon sehe. Was, jetzt schon? Sind wir schon so weit? Ey, ohne Scheiß, sind wir echt schon so weit? Jetzt kommt das Schiff. Ja, dann ist es ja nicht mehr... Ach du ja. Scheiße. Alter. Mal, boah, Alter, guck mal, was du für einen Rang hast. Ich hab diesmal B und du hast einen S-Rang. Bei Präzision. Ja, aber ich muss sagen, auch jetzt in der Szene, ich mag Sheva. Sag ich doch. Sheva ist klasse. Toll. Ja. Wir sind nicht gestorben in diesem Kampf. Zweimal. Also insgesamt im Kapitel, ja. Aber nicht in dem Kampf. Nee, in dem Kampf nicht. Guck mal, wir haben diesmal eine Artzeit gekriegt. Mhm. Wow. So, okay. Na, ob das die richtige Strategie bei dem Kampf war, das weiß ich nicht. Das ist die richtige. Oh, so. Meinst du jetzt beim ersten Teil oder beim zweiten? Beim ersten. Ach so, ja, nee. Ich glaube, beim ersten ist... Aber ich glaube, wir hätten Jill von Anfang an ein paar Mal wegnocken müssen. Ja, Wesker nicht, aber Jill. Naja. Ja, man kann ja nicht alles lassen. So, ich würde aber sagen, dass wir den Part hier nicht immer beenden. Beenden, genau. Es gibt eine neue Magnum. Die ist voll sexy. Warte, wo? Neu. Oh, geil. PSG1, oh stimmt, das PSG1 gibt's ja noch. Oh, ja, stimmt, die Hawk. Die sind richtig heiß. Die ist heiß. Oh, die hat schon von sich aus 1400 Schaden schon. Die will ich aber nicht. Die kannst du auf zweifache Durchschlagskraft. Mal gucken, wie man die andere tun kann. Wir diskutieren jetzt über Waffen und wir sind gleich im nächsten Part wieder. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss.